Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Castle. Heute wieder mit eurem Holzkopf. Hui. Heute haben wir auch eine Folge nach dem Livestream, also jetzt gerade noch nicht. Ich wollte mal ein bisschen vorher aufnehmen, nicht so viel Nachtschicht schieben. Wir werden hoffentlich sehr viele Fortschritte wieder erzielen und ganz, ganz viel Zeug machen. Und ja, wir schauen einfach mal. Geht's auch schon los? Kleine Sachen noch. Vor einer Weile ist mein neues Buch rausgekommen. Das ultimative Handbuch für alle Minecrafter. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut mal rein. Wenn ihr das Video seht, ist das genau das Richtige für euch. Link wie immer in der Videobeschreibung. So. Und dann geht's auch schon los mit dem heutigen Video. Okay, ich muss euch leider eine traurige Nachricht mitteilen, denn unser Miner ist anscheinend gestorben. Ich habe schon Steine rausgeholt und alles, was in der Kiste war, die war komplett voll auch. Und irgendwie ist er einfach weg. Ich bin gekommen und er ist weg. Er hat auch kein Essen mehr in der Kiste gehabt. Ich vermute mal, er ist verhungert. Also, eventuell geht das auch. Ich vermute mal, dass es funktioniert. Oder aber hier drin hatte ich eine dunkle Stelle gehabt. Das heißt, einmal links um die Ecke. Hier war keine Fackel drin. Vielleicht ist hier auch ein Mob gespawnt. Ich habe die Chunks geladen mit einem Chunk-Loading. Habe ich noch gemacht. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich ihn machen werde. Und schaut mal, wie tief er runtergegraben hat. Hui. Man kann das ja auch customizen, die Größe und so. Habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden, wie. Müsste ich vielleicht mal abchecken. Falls das jemand weiß, wie man da die Größe verändern kann, könnt ihr gerne nochmal schreiben. Und dann werde ich halt vielleicht nochmal ein bisschen größere Gebiete machen und so. Ich habe gerade mal 2 Eisen rausbekommen aus diesem ganzen Ding. Da waren nur 2 Eisen drin. Also wir haben Erze generiert in der Map. Das ist ja auch eine custom gebaute Map. Keine normal generierte. Und tja, anscheinend sind die Erze trotzdem etwas seltener vielleicht. Also ich muss mal gucken. Vielleicht sind wir da, wir sind gerade auf einer sehr hohen Höhe. Ich würde weiter meinen, hier dann die Blöcke auch ein bisschen umstellen. Ich kann ja mit Glas hier zumachen, wo es dann runtergeht, ein Riesenkrater oder so. Kann hier den Berg weiter aushöhlen und weitere Miningstationen machen und dann auch mir nochmal einen neuen Miner besorgen. Ja, für den Miner brauchen wir aber Schweinefleisch. Und ich habe auch wieder Schweine gezüchtet. Sind ein bisschen mehr geworden. Ich habe Karotten angepflanzt. Ich bin rumgelaufen, ein Zombie geklatscht. Das sind Karotten gewesen. Ich habe außerdem auch noch ein zweites Schaf gefunden und das zweite Schaf mit eingesperrt. Und jetzt haben wir da eine Zucht mit allen Tieren. Wir haben Hühner, die haben sich zum Großteil irgendwie auch alle selbst gekillt. Sekunde. Die, warte mal, hier vorne drin. Und ich hatte hier mal so einen Block abgebaut, die sind hier so in die Lücke gesprungen und die haben sich selbst dann gekillt. Ist nicht gut, ich werde die wieder ein bisschen hochpimpen und ich habe auch vor, eine Farm, einen Farmer zu machen, der generell, oder einen Schlechter zu machen, dass einfach die Tiere gefarmt werden. Das geht ja so nicht weiter. Vielleicht kommen wir dazu dann im Livestream. Ich würde mal gucken, dass ich irgendwie ganz grob mir dann auch mal Felder anlege. Ich habe ja den Plan gehabt, hier so die Burg zu machen und vielleicht in den Vororten sind dann die Farmen oder sowas. Also, ja, wenn hier die Burgmauer ist, da die Burgmauer, vor der Burgmauer gibt es dann Farmen nach dem Motto. Und ist dann ein Burgtor oder 2 Burgtore, 1 rechts, 1 links von dem Berg oder so. Da müssen wir mal gucken. Eventuell kann ich aber auch schon mal eine kleine Beginner-Farm machen. Die würde ich hier in der Base machen. Oh, ich habe mich vorhin verschluckt, mein Hals schon wieder. Ja, vielleicht mache ich erstmal ein paar kleine Demo-Teile, damit wir sehen, wie es funktioniert. Und umbauen können wir später immer noch. Wir brauchen neue NPCs. So, für die NPCs brauchen wir Porkchop, also Schweinefleisch. Und hier sind die ganzen Karotten, die ich angepflanzt habe, ich vermehrt. Und der Chunkloader ist echt Gold wert, weil einfach so viel dabei rauskommt. Ich habe immer so viel Options, die Sounds, ob die immer so laut sind. Hatte ich sonst immer alles auch runtergestellt? Der Voice Speech kann eigentlich hoch, aber so. Ja, viel besser. Boah. Okay, ich würde sagen, ich ernte mal Felder neu ab, dies und das. Und besorge mir auch nochmal Schweinefleisch und mache nochmal einen neuen Miner. Und ich würde noch was anderes machen. Es gibt nämlich noch eine Town Hall. Also eine, ja, Stadthalle oder ein Rathaus sozusagen, wo die Dorfwohner theoretisch dann ihr Zuhause haben. Und die Frage ist jetzt, die Sache ist die, den Miner, den ich oben hatte, der ist jetzt gestorben oder weg. Und er hatte keine Town Hall. Das heißt, er kann auch nicht wiederbelebt werden. Wenn ich eine Town Hall habe, können diejenigen, die dort, oder die Dorfbewohner, die dort, die gestorben sind, der Town Hall zugehörig sind, wiederbelebt werden von dem Priester. Das wäre natürlich wesentlich einfacher als das, was ich hier die ganze Zeit mache und deswegen so viel zu meinen Plänen. Ich würde mich da gleich mal drum kümmern und anfangen vielleicht mal so grob eine Town Hall zu planen, mittelalterliches Gebäude. Ja, Stadthalle, Rathaus, so ein kleines bisschen, auch wenn ich das irgendwie vielleicht nicht so wie so ein typisches Rathaus mir vorstelle, sondern wie, ja, irgendwie ein Gebäude, wo einfach so ein, ja, wie Age of Empires, ein Hauptgebäude, wo die ganzen Dorfbewohner drin sind. Oder wie in Clash of Clans, das Rathaus, ja, da sind ja auch die Bauarbeiter drin, die alles abbauen. Und da müsste ich vielleicht auch was machen, dass dort meine, ja, meine NPCs drin wohnen. Das müssen wir mal schauen. So, dann wären wir jetzt auch schon nach dem Livestream angekommen und hier gibt es einiges zu zeigen. Ich habe endlich mal Enchanted, wir haben einen Verzauberungstisch gekriegt
Und ich habe auch ein paar Sachen auf Level 30 verzaubert, nämlich hier Efficiency 4. Und damit konnte man richtig gut sammeln. Ich habe in 10 Minuten fast einen Stack Eisen zusammengekriegt. Also mittlerweile sitzen die Ressourcen auch wieder ein kleines bisschen lockerer. Und hier fluppert dann das Eisen durch. Und der ja, Metallnotpass hat ein Ende. Ich werde auch so noch mal ein bisschen weiter sammeln. Und ansonsten habe ich hier hinten mal Farm angelegt. Ich werde die aber noch mal eventuell revidieren. Wir brauchen ja für jeden NPC ein Häuschen, welches dann auch bedient wird. Hier lag noch Leder rum. Wir hatten es so gemacht, dass wir in jedes Farm, oder für ein Farmer ein Farmhaus und so weiter und so fort. Ich habe den gerade A erstmal getestet und B, ich hatte ein Problem festgestellt. Und zwar, die NPCs laufen immer zu einer Town Hall zurück und wohnen und legen sich dann auch hin. Deswegen habe ich die Betten hier oben alles dann in die Town Hall mal verlegt. Jetzt gerade wird es Nacht, die müssen auch wieder zurücklaufen, sich hier oben verkriechen und hinlegen. Ha. Der Miner ist schon da, der Priester liegt schon, die beiden Farmer müssen jetzt ebenfalls von unten kommen. Ich habe die übrigens benannt nach den Top-Donatoren aus dem Stream. Das war eine gute Idee. Hat jemand geschrieben am Anfang und finde ich sehr, sehr gut. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer, wenn es einfach nur ein einfaches Danke ist, was ich halt sagen kann, wenn man donatet. Und wenn ich dann noch irgend so eine Kleinigkeit oder so dazu machen kann, ist das ganz schön. Und ich hatte halt gedacht, dass alle NPCs, die ich mache, einfach nach den Top-Donatoren sich richten. Warum nicht? Und ich habe am Ende vom Stream die alle mal genommen. Und in diesem Fall war es Malte DST, Deadwing 78, der Miner ist noch frei. Und Extrem Hawk, das waren die drei Top-Donator aus dem letzten Stream. Und ja, ich hoffe mal, das ist eine gute Idee. So kann ich einige Zuschauer hier verewigen und nochmal zusätzlich irgendwie Danke sagen. Die unterstützen mich dabei Sparky! So hart. Ah, und Moment, Basti ist da, Sekunde. So, Basti ist ebenfalls gerade vorbeigeschaut mal und Hallo. Ich zeige mal ganz kurz das Prinzip. Und wir haben jetzt hier beispielsweise ein Fleisch auch gebaut, die an einer Farming Station steht. Und die Kiste ist eigentlich nur, damit die Kühe nicht raushüpfen. Oh, da kann man dann innen drin Ressourcen, Getreide halt reinlegen und oben gibt es dann Fleisch und Leder, was rauskommt. In der Kiste jetzt gerade nicht, aber in dem Teil drin. Und der steht den ganzen Tag hier und behagt das. Und ich kann auch einstellen, wie viele Kühe ich maximal drin haben möchte. Ich habe mal 6 Kühe eingestellt und es wird nicht mehr als 6 erwachsene Kühe hier drin geben. Und der paart die auch immer sofort nach. Ja, und wie cool ist das denn? Übelst cool, ne? So, und hier drüben ist der normale Getreidefarmer. Der ist hier und behagt das Feld automatisch. Ich habe dem der auch ein Upgrade gegeben, das ist ein bisschen größer Platz. Und ja, so bei mir ist es kleiner, aber mega! Ja, und der baut automatisch Weizen an und ab. Und wenn ich hier reingucke, zack, hier ist auch Getreide drin. Das Getreide kann ich jetzt nehmen. Ja, und tue das einfach mal hier drüben rein. Wieder reingelegt, zack, und jetzt hat der wieder zum Züchten. Wie geil. Ka-ching. Kann man nicht noch einen NPC zum Liefern einstellen? Also ja, das gibt auch, es gibt einen Kurier, dann kann ich sagen, hier, Kurier, lauf mal zu Basti, wenn du also einen Briefkasten hast und ich habe dem das eingespeichert, dann läuft er bis zu dir und wirft dir aus dem Briefkasten. Ach was, wie geil! Nein, also du kannst auch theoretisch kannst du nicht von hier bis nach da liefern lassen? Ach so, ja genau, aber das habe ich noch nicht ganz hingekriegt, die haben den Kurier nicht zum Laufen bekommen, der braucht eine Routing Order, so ein Worksheet, ein Plan, was er machen soll, aber ich habe das mal im Singleplayer getestet, aber der wollte nicht. Deswegen. Oh, schade. Ja, ich muss. Ja, cool. Dafür muss ich ja noch ein Posthaus und so bauen. Und das war erstmal zum Testen. Ich werde die wieder einpacken. Warum und, bist du ein Holzkopf? Weil ich stylisch bin. Wo hast du denn her? Ja, hier in den Bäumen als Deko hängen die manchmal mit drin. Was? Ja. Ein Holzkopf. Ja, okay. So ein Spielerkopf mit Playerhead einfach nur. Ach so. Mega cool. Ja, ich habe übernotiert. Willst du auch noch eine Mauer bauen? Ja, Burgmauer auch, aber die wird dann etwas weiter außen kommen. Also, ja, da vorne, hier gibt es ja von meiner Base, ist ja so ein kleiner Berg. Und wenn du mal die Karte aufmachst, groß aufmachst, ne, dann siehst du hier oben meinen Berghang und etwas südöstlich ist auch nochmal so ein kleines Gebirge, ne? Ja. Und dann gibt es über dem Gebirge zwischen dem, über dem kleinen Gebirge, hier oben den großen Berghang, dann das Gebirge unten in der Mitte und links, da gibt es so zwei Öffnungen, wo du links, so zwei Täler, links und rechts. Da kann man raus. Und die werden mit Mauern zugebaut. Und der Rest ist Burg plus Vorort. Ach, was cool. Ja. Und ich hätte halt gedacht, oben so ein Zentrum mit halt der Town Hall, die alle die Dorfwohner bestimmt. Und ich hätte dann, bis wie so Age of Empires, du baust so Stück für Stück deine eigene Festung oder Stadt auf. Das ist nice. Da sind die Miner sind oben halt im Berg. Was brauchen denn die NPCs alles zum Leben? Die brauchen ein Bett. Und was muss ich erforschen? Wir forschen nicht viel. Einfach der Miner hier, der steht da. Der hat die Wegposition nicht richtig geschnallt. Eventuell kann ich da auch die Order nochmal ändern oder so. Der will nach oben zur Mine laufen. Ach, und was? Den kann ich mal kurz repacken. Sekunde. Kann ich mal. Ich habe ihn kurz eingepackt. Du kannst ihn auch mal wieder einsammeln. So, jetzt setzt ihn hier hin. So, einmal davor. Und jetzt müsste der, so laut seinem Plan, ja, jetzt geht er hoch zur Mine. Weil ich habe die Mine natürlich in den Bergen gebaut. Ja, die brauchen manchmal ein klein wenig.
So. Und wie tief gräbt er dann? Bis zum Bedrock. Geil. Und wenn Lava kommt, ist er RIP. Nee, der gräbt ja nicht selbst. Der steht oben an der Quarry dran und die Quarry gräbt. Also wenn du hier hochkommst, hier im Berg habe ich jetzt meine Mine, werde ich natürlich noch dekorieren, geht so in den Berg rein, richtig so wie hier, keine Ahnung, Herr der Ringe, was weiß ich. Geil. Deswegen habe ich es auch direkt unbedingt im Berg gemacht. Ich werde natürlich noch Wege bauen und alles. Das ist jetzt nur so am Anfang zum Testen erstmal. Und er geht dann jetzt hier hin und arbeitet in der Quarry und er gräbt dann hier das Loch runter. Pass auf, ich schlag dich rein. Nee, Spaß. Das war. So, wenn man auf die Quarry rechtsklick macht, da sind ja jetzt Steine drin, alles, was er erntet. Man kann das auch noch irgendwie besser lagern. Also man kann Hopper drunter packen. Hast du? Bitte? Daraus? Hast du da jetzt Diamanten rausbekommen? Achso, nee, noch nicht. Der ist noch nicht so tief. Der ist noch nicht am Bedrock. Wir sind hier etwas ziemlich hoch. Wir sind auf Höhe 120. Da muss man 120 Blöcke. Stimmt. Der ist doppelt so hoch wie eine normale Map eigentlich. Und wir sammeln dann. Und wenn es Nacht wird, dann packen die ihr Zeug und legen sie unten und im Dorf ins Bett. Genau. Und du kannst auch Tag- und Nachtschicht einstellen. Das heißt, der ist gerade auf Tag, alle sind auf Tagschicht eingestellt. Wenn du Nachtschicht einstellst, dann könntest du weitere 4 NPCs haben, die in der Nacht arbeiten, wenn die 4 schlafen im selben Bett. Dann tauschen die wieder tagsüber und nachtsüber wieder tauschen. Das ist echt cool. Und wenn die aufstehen, dann brauchen die auch noch Essen. Dann schnappen die sich 2 Brote unten aus der Town Hall, jeweils pro Nase 2 Brote und dann können die den Tag arbeiten. Ja, also pass auf, die brauchen Brote einfach nur. Genau, und hier unten ist dieser Town Hall Block, kannst du reinklicken, da liegt Brot drin. Also ich kann es nicht sehen. Okay, gut, weil wir zwei verschiedene Teams sind, aber egal. Da liegt einfach nur Brot drin, das ist der Town Hall Block. Cool, und was ist hier? Das ist nur Deko. Nee, also erstmal nur Deko, aber ich versuche das noch hinzukriegen, dass die nicht alle in Town Hall sind, sondern halt in ihren eigenen Häusern. Also die Farmer und die Schlechter dann halt in ihrem Schlachtbetrieb oder ihrer Mühle oder sowas, die ich dann dahin baue. Und so Geschichten. Dann wird einerseits mit der Mühle die Farm betrieben und zusätzlich auch noch mit einem Farmer, der da rumläuft oder sowas. Das wäre, denke ich mal, ganz cool. Ja, und das läuft so bei mir. Da kannst du so viel machen. Das ist echt neu, das hatten wir vorher noch nie. Nee, also mit dieser Mod hat noch nie irgendjemand was damit gemacht, ne? Ja, ist recht neu. Ancient Warfare. Ancient. Mega nice. Ich habe auch Probleme, Mod-Verstellungen sowas dazu zu finden, die es auf YouTube gibt. Gibt's nicht so viele irgendwie. Nee. Gibt's tatsächlich nicht. Ich habe auch schon geguckt. Aber ich habe es jetzt kapiert mit diesem Researchen und alles. Das ist eigentlich. Das Problem ist auch, dass der so umfangreich ist. Du brauchst halt 2 Stunden, um den zu erklären. Das ist die andere Sache. Das ist mega umfangreich. Gut, ich habe auch erstmal gebraucht. Guck mal, der macht gerade Mittagspause da vorne. Der hat so einen Hungerbalken über seinem Kopf und der läuft jetzt zur Town Hall und holt sich Mittagessen. Wenn du nach oben guckst, die Sonne ist gerade am höchsten Punkt. 12 Uhr. Geil. Als ob, wie cool ist das? Ja. Okay, und dasselbe geht dann auch mit Kriegern und so. Genau, und du kannst sogar mit Kriegern Soldaten patrouillieren. Das heißt, wenn du beispielsweise vorne deine Stadtmauer hast, dann kannst du die mit einem Wegpunktesystem da rumschicken und die patrouillieren die ganze Zeit die Mauer entlang oder so. Und greifen alles an. Ja, genau, und nachts gehen die natürlich wieder in ihr Bett, in ihre Kaserne. Und tagsüber gehen die raus und patrouillieren da im Kreis rum. Oder du kannst natürlich auch einen Commander losschicken, einen Soldaten, 2 Archer und einen Medic und dann hast du so ein kleines Squad, was einfach da rumläuft. Wie geil. Das ist übelst cool, ne? Wahaha. Ja. Okay, Spark, ich muss mal wieder. Jo, so viel dazu, das war auch gut. Ich wollte eher auch noch bei mir eine Zusammenfassung grob machen und mal die Konzepte erklären. Jetzt habe ich es dir erklärt, aber ich wollte es eher noch in meiner Folge machen. Jetzt baue ich auch weiter. Mach's gut, Spark. Jo, ciao, ciao. So, dann legen wir nochmal los mit dem Enchanten. Und zwar, ich würde einmal ein Schwert machen und einmal eine Picke nochmal. Und je nachdem, was das bessere Verzauberungsangebot ist, werde ich das dann machen. Also Schwert halt für Looting ganz geil, wegen Spinnen und so. Wir brauchen Fäden für das Researchen, was ich nicht alles. Und Pickaxe halt, wäre gut, eine Glücksspitzhacke zu haben. Deswegen auch hier, das waren jetzt auch meine letzten Dias, die ich hatte. Alle weiteren wollte ich, wenn es geht, mit der Glücksspitzhacke auch abbauen. Aber das ist ja nicht so leicht. Dann noch ein bisschen Lapis da und dann enchanten wir einfach mal. Ja, und der Miner da oben hat immer noch irgendwie die Orientierung verloren. Er findet nicht zu seinem Bettchen. Ich weiß auch nicht, was mit ihm ist. Der hat ein bisschen Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Also ich muss da noch ein paar Anpassungen treffen, hätte ich gedacht. So, was wir gerade machen? Hier, enchanten. Also, Spitzhacke plus Ding. Efficiency 4 wäre drauf. Oder Sharpness 4. Ich bleib mal beim Schwert. Und es ist nur Sharpness 4 ausschließlich. Klasse. Ja, ich würde ein paar Sachen zwischenlagern, einfach hier vorne in den Kisten und so. Für den Fall des Falles, da muss ich nicht immer hin und her laufen und sowas. Und dann, ja. So, dann als erstes oder als nächstes. Ich habe die Dorfwohner mal alle eingesammelt, weil
Das war ein bisschen schwierig wegen Regeln. Ich dachte zuerst, es geht nicht anders, als die da oben in dieser Town Hall zu verfrachten mit Betten und Kissen. Das war die Mindestanforderung. Und halt in einem Haus. Ich habe gedacht, die alle würden da reinpassen. Aber man kann die tatsächlich auch noch weiterschieben, indem man den Homepoint separat setzt. Das würde ich gerade mal bei meiner ausprobieren, dass trotz der Base hier, dass trotz der Town Hall, der Miner, in der oben drin bleibt, nach oben schläft, indem ich da den Punkt neu setze. Und dann ist er hoffentlich trotzdem wieder belebbar, weil er trotzdem noch zur Town Hall dazugehört. Da müssen wir ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe alles nochmal eingesammelt, aber da ich ja da oben schon eine fertige Wohnung eigentlich habe, ich muss nur noch das Bett wieder setzen und dann lebt der ja da letzten Endes. Den Miner könnte ich schon offiziell betreiben. Der wohnt halt in so einem kleinen Kellerloch, ja. Oder eine kleine Minenwohnung, hat eine Bettkiste und der lebt in einem Minenschacht einfach. So, und dann mache ich mal kurz eine Tür auch noch, denn die werden wir oben reintun noch. Bett habe ich. Und dann habe ich eigentlich alles, was die Kiste braucht. So, dann gehen wir hin und gucken mal, ob wir den oben platzieren könnten. Zunächst mal, ich möchte, dass er sich zugehörig fühlt zu dieser Town Hall. Setze aber den Homepoint oben neu. Und dazu, der hat ja eine Working Order, damit er mal weiß, wo er an muss. Ah, ich muss eine andere Order machen, nämlich eine Dings Order. Eine Upkeep Order, damit er auch sein Essen aus einer anderen Kiste holt und nicht mehr verhungert oder hier runter will. Weil wenn sein Bett oben ist, können wir auch eine neue Kiste von ihm platzieren. Dazu brauche ich Papier. Hier mal wieder. Habe ich immer noch was drin liegen? Ach, ich meine Ordnung. Mal wieder. Ja, da ist Papier drin. Dann brauche ich einen Inksack. Brauche tatsächlich mehr Inksacks als gedacht. Da muss ich das noch einnehmen. Und natürlich noch ein Holz. Gehe ich mal ganz kurz hin. Da wäre auch noch Papier gewesen. Zack. Zack und zack. Dann kriege ich die Upkeep Order. Und dann befehle ich ihn damit, dass er oben auf der Kiste, aus der Kiste sein Essen nimmt. Das letzte war dann das Problem, dass er über Nacht verschwunden ist. Getötet, verhungert, was weiß ich. Deswegen würde ich dieses Mal nochmal hingehen. Und ihn auch abends, einfach wenn ich offline gehe oder so, oder wenn ich schlafen gehe, dass ich ihn nachts über nicht hier stehen lassen, buddeln lasse. Ich kann die Mine nochmal vergrößern demnächst. Dazu muss man ein Upgrade machen. Wie das geht, habe ich auch schon rausgefunden. Sehen wir dann. So, jetzt erstmal. Ah, falsch. Ah, ich wollte hier unten starten. So, und angekommen. Ich habe nochmal den Block eins nach hinten gesetzt. So, der Miner sollte jetzt eventuell hier wohnen. Jetzt hat er eine Work-Ding und er will immer irgendwie hier durch die Gegend laufen. Jetzt findet er hier unten den Weg, der kann nicht um die Ecke nach da oben laufen. Mit dem Pathfinding ist es ein bisschen schwer, mit einer Routing-Order wird es eventuell sogar gehen. Aber ich will ja, dass er oben wohnt. Ich will nur, dass er erstmal hier dazugehört. Das heißt, das erste Mal kann ich ihn auch einfach Shift-Rechts klicken. Und jetzt wird er mir folgen immer. So, und dann folgt er mir einfach hier hoch, automatisch. Und dann zeige ich ihm sein neues Zuhause. Hier kommt dann sein Bett hin. Zack, Junk Loader ist ja auch hier. Hier ist eine Essenskiste. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Essen verloren gehabt, als ich das Teil neu gesetzt hatte. Ein paar Brote. So, der kann mir ruhig noch weiter folgen. Folge mir. Komm die Ecke oder so. Na, komm mal mit. Ich schieb den einfach mal ganz blöd rein. Und dann sage ich, hier ist dein neuer Homepoint. Und mit der Upkeep Order hier soll er sich die Kiste schnappen. Set Home. Leider steht da nicht im Chat, dass der sein neues Home dann hier ist. Vielleicht kann ich noch ein bisschen weiter reinschieben. So direkt neben das Bett. So, das heißt, er würde dann hier immer spawnen. Set Home. Upkeep Order. Working Sheet ist drin. Toggle Follow. Und jetzt sollte er mir nicht mehr folgen. Jetzt müsste er hier hingehen und an der Mine arbeiten. Und wenn ich dann jetzt die Tür setze, soll der dann nachts auch am besten immer da reinlaufen. Und drin bleiben. Ich würde ihn erstmal so arbeiten lassen. Vielleicht außerhalb der Mine dann auch wieder Stück für Stück so ein bisschen ausleuchten dann noch. Damit hier keine Mobs spawnen können in der Gegend dann, aber ja, müssen wir dann mal im Einzelfall schauen. Aber das würde ich erstmal so lassen. Und jetzt kümmere ich mich mal um ein Farmerhaus und Windmühle am besten oder sowas. Denn es wäre schön, wenn wir auch unseren Farmer-Villager nehmen können. Da müsste ich mal selbst jetzt per Hand das Getreide farmen und können das einfach durchlaufen lassen. Das wäre eigentlich ganz cool. Wir müssen dann gucken, dass die Kuriere dann noch von A nach B Sachen transportieren. Dass zum Beispiel von der Farm direkt zum Crafter gehen, der Brote macht und so. Und dann vom Crafter, der Brote gemacht hat, einmal da wieder zurück. Aber das ist super viel, was wir zu tun haben. Super, super viel, so ein Netzwerk zu erschaffen. Und das wird jetzt noch ein bisschen dauern. So, dann nächster Schritt. Ich habe mich mal rangemacht und es gewagt, ein kleines Häuschen zu bauen für den Farmer. Sieht so aus, eigentlich wollte ich auch Stroh fürs Dach nehmen, aber ich hatte kein Stroh, also habe ich erstmal Holz genommen. Wenn ich irgendwann später genug Stroh habe, dann kann ich das ja noch ersetzen, aber fürs Erste habe ich da leider nicht genug Stroh. Und dann geht es hier rein. So, das Haus sieht von hinten auch ein bisschen anders aus, ein bisschen abgeflacht hier. Und ich werde den Boden gerade nochmal mit
Holzplanken austauschen. Ich hab viel mehr Dark Oak Wood, aber ich wollte das Dark Oak Wood hier nicht verwenden, weil hier tatsächlich das helle Holz einfach besser passt. Zumindest meiner Gewohnheit nach und weiß ich nicht alles. Deswegen, also helles Holz ist hier eventuell angebrachter und deswegen versuche ich auch mal dabei zu bleiben. Ja, und dann, wenn ich den Boden ausgestattet habe, werde ich noch den Rest vom Gebäude so fertig bauen. Und dann haben wir auch schon ein kleines Farmhäuschen, was direkt vor der Farm steht. Können ja dann hier noch von außen ein bisschen dekorieren, begrünen oder so, sobald hier jetzt ein Bett reinkommt und alles Mögliche. Ich dachte, das ist so Farmer-Stil, passt auf jeden Fall. Der kann dann nach hinten gehen, das bepflanzen und alles Mögliche. So habe ich ja alles. Ja, nee, Moment. Und zwar, ich habe ja noch ein paar Cleanstone-Löcher auch gebraten. Ich habe Stone Bricks nochmal genommen und habe hier oben auch Stone Brick Slabs auf das Deckelchen drauf gesetzt hier. Da, man sieht kaum den Unterschied, ne? Stone Brick Slabs und da sind Cobblestone Bricks. Okay. Eventuell dann so viel dazu. Dann als nächstes vielleicht noch so eine kleine Art Kamin oder sowas an die Außenseite. Den kann man ja ganz simpel andeuten und dazu würde ich sagen sowas in den Dreh, dann geht's hier in der Mitte nach oben, müssen wir Erde als Hilfsblock mal wieder nehmen. So. Und ja, hier vielleicht nochmal weg und da eins noch drauf, dann hier weg. Ich kann einfach von hinten nochmal aufs Dach klettern mit dem, auf die Art und Weise. Ich habe noch ein Crafting Table auch hier vorne platziert, damit das mit dem Craften gut passen. Kriegt langsam Hustenreiz. Ich habe so viel gelabert heute im Stream, das ist echt furchtbar. Ich muss die Stimme wieder ein bisschen schonen oder ein bisschen leiser reden. Vielleicht die kannst du in der Nachbearbeitung eventuell ein bisschen hochstellen. So, was soll ich machen? Hier, das soll ich machen. Ein paar Stairs. Und die können wir dann von hier hinten dran platzieren. Ich will überlegen, ob ich Glas verwenden soll, weil im Mittelalter, eigentlich hatten die da kein Glas, ne? Da hat es halt überall durchgepfiffen. Problem ist nur, wir sind jetzt nicht wirklich im 7. Jahrhundert, weil wir Kanonen und so ein Zeug haben. Deswegen im Trailer, das war so ein bisschen 7. Jahrhundert, ist vielleicht dann doch nicht so die richtige Zeit. Aber ihr wisst, was wir damit gemeint haben. Ja, gut. Und damit hätte ich jetzt ein Farmhäuschen. Und den können wir auch offiziell hier einziehen lassen. Dazu gehe ich eben mal nach vorne. Und so, Momentchen. Oh, da oben ist noch eine Spinne. Her damit. Spinnen nehme ich gerne, weil wir brauchen ja Fäden. Oh, es ist gerade sowieso Nacht. Ich glaube, die wollen gerade nicht schlafen. Sind wieder immer noch ein paar andere auf dem Server, aber eventuell kann ich ein bisschen auf Spinnenjagd gehen. Das mache ich eben, bevor ich dann jetzt hier den Farmer hole. So, Pferd wieder eingepackt und ich konnte, auch wenn sie schlafen gegangen sind, 14 Fäden sammeln. Die werden wir wahrscheinlich brauchen, wenn wir fürs nächste researchen und ich dachte mir, ich sammle die jetzt aber einfach schon mal ein. Dann haben wir es fertig. Okay, jetzt oben Bett holen plus Kiste holen. Plus Farmer nach unten fahren. Nee, warte mal, den hier oben spawnen. Aber mit einem Upkeep-Order brauche ich wieder. Kann ich gleich wieder runtergehen? Warte. Hin und her, hin und her, hin und her. Ich brauche einen Upkeep-Order für den dann. Also, ich weiß gerade nicht mehr, welcher war. Aber ich glaube, es war egal, welcher war. Nee, war es nicht egal. Der hier. Das war, glaube ich. Das war nicht der richtige. Das war der richtige, der nach unten geht. Aber ich muss halt die Upkeep-Order und alles Mögliche mal mitnehmen. Ich baue mal das Bett mit ab. Dann noch eine Kiste. Die kommt unten mit rein. Von innen können wir es auch ein bisschen ausdekorieren, aber ich weiß, die ganzen Feinarbeiten haben halt erstmal nicht so eine hohe Priorität. So, dann. Das Häuschen sieht gut aus. Passt da so richtig schön rein und dann mit Deko und alles Mögliche und Bodenbepflasterung, weiß ich nicht, alles mehrere Gebäuden. Das, Wird richtig gut aussehen. So, Upkeep Order. Ich brauche nochmal einen Grey Dye. Den haben wir hier. Genauso wie Holz. Grey Dye plus Paper. Ah ne, das ist eine Work Order, ne? Eine Upkeep Order ging mit Ink Sack. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Work Order hatte er schon. Ja, die Upkeep Order hat er hier. So. Und dann, oh, wir können es auch so machen, dass, ah, ist ein Spinnen drin. Wir können so machen, dass Kuriere auch die ganzen Dorfbewohner zu Hause beliefern. Also der hat halt hier drin sein Essen und so. Und wir könnten hier beispielsweise könnten ihn hier irgendwie so pennen lassen. Ah, ich kann es wieder einsammeln, ne? Bettchen stellen wir das hin. Ich würde hier einfach mal zumachen, bringt eh nichts, so. Und dann einmal das Bett, das kommt dann hier so dran. Und die Kiste, die kommt dann hier so dran.
Mit der Upkeep Order kann ich die Kiste hier markieren. Weiß ja, dass er immer hier hinlaufen soll und da essen soll. Ebenso werde ich den nochmal oben wieder in der Town Hall spawnen, sodass er zu der Town Hall gehört. Dort auch wiederbelebt werden kann. In der Hoffnung, das ist, wie gesagt, in der Reichweite enthalten. Weiß jemand genau? Also, es zählt zum Wiederbeleben, heißt, wenn ein NPC in der Nähe der Town Hall stirbt, dann bleibt er hier drin und dann kann er wiederbelebt werden. Aber, Preisfrage, was heißt in der Nähe der Town Hall? Ist das Haus da unten noch in der Nähe der Town Hall, dass wenn er da stirbt, dass er hier wiederbelebt werden kann, oder ist das schon zu weit weg? Wie groß ist die Reichweite, die Block-Range? Ich habe da eigentlich nichts grob ein Konzept gefunden gehabt. Naja. So. Ich würde ihn jetzt mal hier spawnen, damit er hier zu seinem Dorf gehört. Ich würde ihn ganz kurz erstmal laufen lassen, wenn es geht. Stopp, 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 stopp. Halt. Ah, naja, gut. Ich lasse es mal runterlaufen, weil wir müssen ja sowieso da lang. Wir sehen auch gerade, ob der gerade in die richtige Richtung läuft. Ich glaube, das war der Farmer für das Getreide. Und nicht für die hier vorne. Sehen wir jetzt gleich. Ja, sieht gut aus. Der läuft richtig, der läuft richtig. So, dann folge mir mal eben. Hier ist dein neues Zuhause. Ja, komm mit rein. Dann einmal noch nach hier. So, du stehst genau neben dem Bett. Set Home. Upkeep Order. Und jetzt muss ich natürlich auch noch ein paar Brote wieder machen. Ja, warte, ich zeig noch kurz. Dein Essen wird hier drin sein. Jetzt kannst du immer da dein Essen holen. Und jetzt kann ich hier wegmachen. Okay. Und jetzt müsstest du auch hin und her laufen. So, und dann kann ich hier nochmal schnell eine Tür machen. Zack. Vorne für den Eingang und hinten für den Ausgang. In dein Häuschen wird ausgeleuchtet, hätte ich gedacht. Und dann ist das doch schon perfekt hier. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, noch zwei Glasblöcke können wir platzieren. Vielleicht auch so mit mittelalterlichem Glas. Mit Schüssel können wir das Glas chiseln und so ein bisschen gitterig machen. Und dann haben wir es doch, hätte ich gedacht. Ja, der Farmer wohnt jetzt hier und darf betrieben werden. Hier ist auch direkt noch ein Baum gewachsen. Den könnte ich auch noch entfernen eigentlich. Muss mal gucken, aber an sich gefällt er mir. Der kann da auch stehen bleiben. So, der Farmer wird jetzt hier erstmal worken und sämtliches Zeug ersetzen. Mit der Zeit sammelt sich hier wieder einiges zusammen. Ich würde gerne mal gucken, ob wir das noch irgendwie dann automatisieren können. Muss ich mich ein bisschen hinsetzen. Falls jemand Mod auskennt. Können wir irgendwie... Fuck, leider eingesammelt. Können wir irgendwie mit einem Kurier Items generell hier dann wegtragen aus diesem Teil in eine Kiste rein oder so? Oder wie geht das mit der Orientation bei den hier bei den Sites? Ich habe das nicht ganz verstanden. Block Site, Top. Direction, Top. Inventory, Bottom. Ich habe irgendwie nicht ganz gerade die Verknüpfung geschnallt, was jetzt was ist und wie rum ich irgendwo drankomme. Außerdem gibt es ja noch irgendwo auch bei den Worksites Ancient Warfare. Es gibt doch auch noch solche Lagerdinger, ne? Small Warehouse Storage. Und wie diese funktionieren, bin ich mir leider auch noch nicht ganz sicher. Es gibt auch ein Warehouse Crafting Station und ein Warehouse Interface, wie man dann da dran kann. Da müsste ich mal gucken. Ich brauche einerseits einen Output halt hier, da eine Warehouse Station dran, dann Interface, dass ich darauf zugreifen kann und ein Crafter meinetwegen, dass ich da auch craften kann. Also so ist wie eine Art ME-System. Ich habe es irgendwie noch nicht ganz geschnallt, weil ich die Inputs von den Maschinen irgendwie nicht ganz richtig hinlegen kann. Ich habe bisher noch nie damit gearbeitet und naja. Egal, der arbeitet jetzt hier, wohnt jetzt hier, lebt jetzt hier, der ist erstmal okay so. Wir werden es gleich sehen bei der ersten Nacht, ob er tatsächlich auch richtig läuft. Und ja, dann mache ich mal das Glas, was noch fehlt, um das Haus zu vervollständigen. Ich würde sagen, 5 Glas, dann nochmal ein Chisel. Ich habe wieder so viel Zeug hier. Und dann schieben wir da mal ein... Ja, das hier doch sein mittelalterlich Dungeon. Steel Frame, Stone Frame, Thin, Iron... Das hier vielleicht. Asymmetrisch gebleites Glas. Ja. Ja, was Besseres hatten sie damals. Das teuerste im ganzen Haus war wahrscheinlich das Glas dann auf einmal. Ja, gut. Einzige, was man sehen kann, oben drauf können Mobs spawnen, weil da ganze Blöcke sind. Da müsste ich auch irgendwann mal ausleuchten, aber ansonsten geht das. Und den Crafting Table kann ich jetzt mal nach innen verlegen, zu dem Farm an sein Haus rein. Und wir können dann hier dekorieren und was weiß ich nicht noch. Aber das ist dann mal... Oh, bei Gelegenheit irgendwie hätte ich gedacht. Vorerst fühlt er sich hoffentlich hier drin wohl. Bettkiste.
Dings plus Häuschen außenrum. Und das hat jetzt auch nicht so arg lange gedauert. Ich hoffe mal, es sieht schön aus. So, meine Freunde, die Show beginnt. Es wird jetzt gleich Nacht. Dort hinten geht die Sonne unter und wir schauen mal genau, was abgeht. Der ist übrigens auch schon Level 30 im Farming. Das heißt, der hat hier schon ganz gut Übung bekommen. Ja, gut, der hat am Tag... Ich habe nicht ganz bei Start. Okay, okay, er ist reingelaufen. Warte, wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist hier reingelaufen. In sein Haus. Und er liegt! Perfekt! Es ist ein Sieg! Sieg für die Technik! Es funktioniert, so. Und wenn ich jetzt mich mal ganz blöd auch hinlege, ich kann mich ja mal einfach mit dazulegen, so. Mal gucken, ob das den anderen signalisiert, dass wir ausschlafen wollen. Mal gucken, ob er jetzt auch gleich wirklich von alleine aufsteht und das wäre halt schon, ne? Das wäre schon geil. Komm schon. Legt jemand dazu? Ja, kann wieder dauern. Ich mache einen Cut. Okay, natürlich hat es eben geklappt und er ist rausgegangen. Ich hätte gar nicht stoppen müssen. Und er macht weiter. Ja, er wohnt jetzt hier. Er wohnt jetzt hier und gehört hoffentlich oben zu dem Ding dazu. Ah, schön. Es funktioniert einfach so gut. Es funktioniert so gut und sieht schön aus. Ah, ich fahre voll auf das Projekt ab. Ich bin auch ein Holzkopf, von daher. Tut mir leid. Bringt jetzt jedes Mal, wenn ich F5 drücke. Okay. Oh, der Farmer hat hier auch ein bisschen Gas gegeben. Ja, wir brauchen noch ein Schlachthaus. Also ein zweites Häuschen, meinetwegen, das wohnt hier hinten. Also ein Schlachter, der wird auch bald ein Upgrade bekommen, sodass der ein etwas größeres Gehege hier bedienen kann, die Farm. Brauchen wir halt auch wieder 3 Strings für. Und dann kann ich das vergrößern. Und auch hier, dieser braucht ein Häuschen. Eventuell wird es ein ähnliches. Also, ich weiß nicht, ob ich da allzu grob... Achso, fällt noch was ein. Ich habe noch einen Baufehler gesehen. War das nur der eine? Komm. Na, tatsächlich fehlen noch 2 Stück. Vielleicht können wir ja sowas machen. Ha! Dit geht auch. Gut. Ja, wunderbar. So, jetzt aber, meine Freunde. Das wäre das Farmhäuschen. Und das muss ich halt irgendwie gut einbinden. Ich kann ja hier so Coarse Dirt an die Seite machen, das also platt getreten ist und dies und das. Und jetzt müssen wir gucken. Also da das, dann hier Farmer. Wenn ich die Farm vergrößere, dann wird die genau bis hier angrenzen. Muss natürlich Zaun und alles noch bauen, dann auch, damit die Kühe da nicht rauslaufen. Und ich würde sagen, ja, das wird dann so der nächste Job sein für mich. Oh, und ich habe auch einen kleinen Zwischenstand zu melden hier oben bei Miner. Der ist ja auch in seiner Bergbude. Der hat jetzt hier angehalten. Der hat erstmal keine Arbeit mehr tatsächlich. Denn, oh, seine Kiste ist auch leer. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, wenn der hier hungert oder so. Eigentlich will ich es nicht riskieren. Andererseits erstmal gut, es herauszufinden. Also es ist jetzt nicht so teuer, einen weiteren Miner zu machen. Aber was passiert, wenn ich den einfach nicht füttere? Wenn der einfach hier oben jetzt stehen bleibt, über Nacht und nichts passiert. Er hat ja kein Essen mehr, aber der hat auch fertig gebuddelt. Bis zum Bedrock. Dort ist jetzt Bedrock. Und alles Weitere, ich müsste jetzt einfach hier den Bereich vergrößern und so. Aber naja, wird halt erst Sinn machen, wenn ich hier auch tatsächlich... der macht die Tür von alleine auf. Ja, er mag keine verschlossenen Türen. Okay, ich würde ihn einfach mal da lassen und gucken, ob das so klappt. Hätte ich gedacht. Oder komm, ich baue ihn zu, einfach nur um sicher zu gehen, dass das alles funktioniert. So, also oben Minus erstmal zugeschlossen. Da sollte auch nichts spawnen, nichts rankommen, nichts, keine Ahnung was. Also es müsste hoffentlich gehen. Boah, wie es auf der Karte schon oben aussieht. Kann eigentlich Strukturen erkennen, also das sieht gut aus. Ja, so viel dazu jedenfalls. Meiner ist erstmal safe, hoffe ich. So, ansonsten hätte ich gedacht, machen wir uns erstmal ran und machen auch ein kleines Upgrade, damit wir hier schon mal die Größe der Farm bestimmen können. Ich hatte auch erstmal um 16 Blöcke vergrößert. Du kannst auch 64 Blöcke an diesem Query-Update. Okay, ein Large Bounce Update, hier 16 Update. Ich brauche dafür 6 Zäune und 3 Fäden. Naja, waren 2 bei einer drin. Ich habe noch 15 übrig, ich hoffe mal, das reicht für irgendein Dings. So, mit Spruce Fences kann ich einfach mal hingehen und zack und zack. Und zack. Und dann, nein, geht nicht. Wir müssen das hier drin machen. Den. Und wir haben wieder ein Large Bounce Upgrade. Da gehe ich mal kurz hin. Mit F8 kann ich übrigens auch die Bounce mir wieder anzeigen lassen. Die sind standardmäßig eigentlich eingeschaltet, aber. So, habe ich kurz mal aktiviert. Und jetzt kann ich hier hingehen auf Bounce. Und dann Size plus 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 plus. Und auch hier Size plus 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 plus. Und dann kann ich hier verschieben nach East, auf dass er wieder in der Mitte ist. Zack, und jetzt haben wir das Feld vergrößert und ich habe zum Glück auch noch einen richtigen Block Abstand gelassen, dass ich hier dann den Zaun platzieren kann.
Ja, der Zaun ist so ein bisschen hervorstehend. Ich habe überlegen, die Felder vielleicht etwas anders anzugleichen. Also, dass nicht so viele Kästen macht, nebeneinander stehen, sondern etwas abrund irgendwie. Aber ich glaube, das wird nicht so ganz funktionieren. Obwohl bei der Farbe schon, bei dem Feld weniger. Das Feld ist immer rechteckig, ne? Oh, Sinus, Fall Damage. Ja, dann würde ich das einfach mal so machen. Und ich würde mir jetzt genug Zäune besorgen. Das sind Dark Oak Fences. Ich mache Dark Oak Fences. Und dann mache ich erstmal das Gehege generell fertig. Und ja, das Steinschwert habe ich da rausgeworfen. Brauche hier wieder mal keiner. So. Dann als nächstes hier. Komme ich erstmal ganz gut durch. Mache wieder Sticks von der Möhre. Und dann machen wir mal Fences. Die waren ja so. Ich kann gerade schwer einschätzen, wie viel ich insgesamt brauchen werde. Aber ich mache erstmal über einen Stack etwas. Und dann sehe ich gleich, ob das gereicht hat oder nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Obwohl, ne, ein Stack müsste eventuell ausreichen. So, hier ist mal lang. Und dann auch hier ein bisschen weiter. So in der Art. Und ja, hier innen drin muss natürlich alles mit Erde wieder ausgestopft werden. Die Kühe laufen dann hier rum und so weiter und so fort. Ich werde auch Schafe mit rein sortieren hier. Ne? Schafe kommen mit rein. Schweine kommen mit rein. Und Hühner kommen mit rein. Und dann habe ich alles mit einer Klappe erstmal fertig. Muss halt dann den Seeds hier noch drüber fahren und sowas, immer die ganzen Items rein sortieren. Aber selbst wenn mal keine Nahrungsmittel da sind, steht die Farm einfach still und die Leute sind hier, ja, dies, das. Ich weiß echt nicht, ob der NPC getötet wurde oder. Aber ich weiß nicht, ob das über Nacht klappt. Soll ich es über Nacht laufen lassen? Also ich würde sagen, die Getreidefarm lasse ich mal über Nacht laufen. Beziehungsweise kann er sich selbst versorgen. Nee, kann er nicht. Der hat ja nur. Oh, der hat aber echt gut schon drin. Der hat hier ja leider nur Weizen. Aber er. Naja, ich muss halt seine Kiste einfach auffüllen und präparieren. Ich muss da so viel Weizen reinböllern, wie ich kann. Dann müsste er das überleben. Und den anderen lasse ich mal ohne Essen oben. Und dann gucken wir mal, inwiefern das was ausmacht. Ob der morgen ohne Essen immer noch da ist. Und ob der mit Essen, ob das gereicht hatte. Das war noch so mein Gedanke eventuell. Naja, dann. Ja, die Sache ist die. Die Farm geht ein bisschen hier noch hervor. Und auch hier hinten geht es noch einen kleinen Tacken weiter einfach. So. Ich werde mich ein bisschen jetzt hier durchkloppen noch und Zäunchen setzen. Man kann so viel machen. Ich bin so gehypt, auch was das noch werden wird. Ich bin gerade mal Folge 2. Ja, ich habe auch schon viel Zeit reingesteckt. Also so ist ja nicht. Da ist Minecraft-YouTuber wirklich ein Hauptberuf. Den ganzen Tag craftest und an der Welt baust. Ja, okay, müssen wir hier da was mal AFK und so und klitzt da mal ein bisschen, was bis das Zeug wächst oder was weiß ich. Aber, ja, ist schon ein bisschen Zeit in Anspruch, die genommen wird hier. So, Melonen lasse ich einfach mal hier drin, das ist okay, das kann hier ruhig rumrennen, so. Kühe haben wir auch, ich habe ja auch noch eine, Dings. Ein Fenster, da kann ich dann rein und raus ohne Probleme. Gerade werden sind hier mehr Kühe drin, weil die Farm nicht von einem Arbeiter bearbeitet wird. Brauchen wir erstmal ein Häuschen noch. Gut. Oder nicht gut. Vielleicht alles gut ausgleichen einigermaßen. Hier hinten nochmal. Da nochmal. Ja, das müsste ausreichen. Gut. Dann einmal raus, dann wieder F8 drücken und die Dinger sind weg. Die Kiste erstmal nur zur Deko, ich hätte gedacht, dass das hier rausgeworfen wird, aber Sides, Top, Up, Inventory, Bottom. Das Bottom Inventory. Was ist denn, wenn ich mal Top, Direction Up, Inventory, das Top Inventory nehmen. Also das da hier. Aber es wird nicht rausgeschoben. Das ist blöd. Wie gesagt, no idea. Also im Hopper drunter funktioniert's. Ich geh mal kurz pennen, weil Sinus will. Egal, ich guck's mir bei Gelegenheit ein bisschen genauer an. Ich würde aber jetzt trotzdem schon mal was machen. Und zwar andere Tiere mit reinschieben. Also, Schafe kommen rein, Hühner kommen mit rein, Schweine kommen mit rein. Dann Karotten. Lalalup. Carrots, wollen wir die Carrots? Ja, ich, wie gesagt, sortiert wird noch. Und das Lagersystem wird sich auch nochmal angeschaut, auf jeden Fall. So, und Weizen auf jeden Fall noch. Ich werde auch gleich nochmal alles dann per Hand abwerten und so. So, ja, mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht gerade.
Dann, meine Schafchen. Das ist natürlich ein Problem, ne? Ja, wenn ich nämlich den Weizen zu den Kühen laufe, dann wollen die auch das Weizen kommen rausgelaufen. Machen wir halt eine kleine Drop-Plattform. Sowas. Einfach mit Erde hier hoch. Natürlich ist hier eine Kuh drin, dass ich nichts bauen kann. Meine Güte. Brav machst du das da drüben. Fahr mir schön mein Weizen. Haut ab. So, und dann logge ich einfach die Schafe hier hoch. Dann ist mir egal, ob die Kühe da unten trampeln. Ziemlich Wurst. So, ihr dürft jetzt mal hier hochkommen. Und die schiebe ich dann einfach auch hier runter, wenn sie oben drauf kommen. Hallöchen, kommt mal eben hoch, ihr Schafe. Mäh, ihr Schafe. So, dann die anderen kommen auch nochmal hierher. Schiebe ich die ebenfalls runter. Komm schon. Flip. Und da. Komm schon. Ah. Ja. Okay. Ah, verdammt. Egal, ich bin ja hier drin. Ich kann einfach mal ausnahmsweise den hier machen. So, habe ich 4 Schafe hier drin. Die würden sich natürlich auch weiter fortpflanzen. So ist ja nicht. Ich kann auch noch mehr hier oben reinschieben, ebenso wie von den Schweinen. Ich weiß nicht, ob ich ein paar manuelle hier unten noch behalten will. Ich würde sagen, die manuellen behalte ich. So, dann kommt mal her, ihr 3 Schafe oder so. Und euch schiebe ich ebenfalls noch rein. So, Schafe auch rein transportiert. Und jetzt kommen noch die Schweine hinterher. Ja, hat seine Kuh versteckt innen drin. So, kommt mal her, ihr Karottenliebhaber. Da ist auch eine ganze Portion drin. Ich glaube, alle kriege ich nicht rein. Wie gesagt, 6 Stück reichen da eigentlich. Also 6 erwachsene Tiere ist Maximum. Und da sind ja teilweise noch mehr als 6 insgesamt drin, weil die Babytiere. Ja gut, das waren. Das, die Kühe waren auch mal unter dem 6er Limit und jetzt sind hier viel zu viele drin. Naja, da die sowieso Schlachttiere sind, kann ich diese runterkicken. Die verlieren zwar ein bisschen Leben, aber irgendwann werden sie sowieso geschlachtet. Also halt ein halbes Herz weniger. So, und das reicht eigentlich auch schon von der Tiermenge. Na komm schon. Ja, und die letzte Sau auch noch. Am Anfang, wenn der Fleischer dann zum Start kommt, dann wird er erstmal alle weghäckseln. Aber meinetwegen. Hallo Schweini. So, dann. Schweine haben wir drin, Kühe haben wir drin, Schafe haben wir drin. Jetzt fehlt noch Hühner. Ich weiß nicht, ich wollte noch so ein paar übrig lassen teilweise oder... Brauche ich eigentlich nicht, ne? Ich brauche keine übrig lassen. Ich werde dann hier zubauen. Ich lasse die einfach mal wild rumlaufen. Kühe sind ja schon drin. Jetzt kommen wir zu den Hühnern, zu den Chickens. Da habe ich tatsächlich nicht so viele. Und das liegt tatsächlich daran, wie gesagt, dass die ja neulich mal abgekratzt sind alle. Ja, die paaren sie auch nochmal alle. Und dann jetzt aber. Verdammt, hätte ich sie zuerst. Wollt ihr mitkommen oder? Oder sind die gerade nicht so auf... Doch, sind sie. Ich denke mal, wenn ich die gepaart habe, dann folgen die den Seeds nicht mehr, weil die ihre Seeds schon bekommen haben. Aber scheint trotzdem zu funktionieren. Chicken Squad. Dürfen wir echt nicht drauf gehen. Das ist meine letzten hier, die ich habe. It's the Chicken Squad. Ja, die sind wenigstens übersichtlich. Ja, genau. Die würde ich auch gerade mal nicht schlagen, weil ich nicht weiß, wie viel Leben die noch übrig haben. Spark schlägt Hühner, Kühe, Schweine, alles. Ja, ich weiß schon. Ach, komm schon. Eins weiter auch noch. Sehr gut, ist runtergefallen. Und das kann ebenfalls hier runter. So, und jetzt kann ich die Blöcke abbauen eigentlich. Und alle Tiere sind im Käfig. Oder im Gehege. Gut. Hab ich doch gerne. Farm ist dann eingestellt. Wenn der Farmer oder der Fleischer gleich zum Einsatz kommt, der wird dann richtig schön loshäckseln. Ich hatte aber gesagt, dass das eigentlich... Ich habe noch Schafe übrig. Dass es eigentlich auch erstmal so reicht. Auch für diese Folge. Ich glaube, das wäre zu viel, wenn wir noch mehr machen würden. Ich hatte gedacht, vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Teil. Wir haben ein Häuschen gebaut. Also eine Farmerhütte, einen Farmer gemacht. Wir haben Leistungsanfassung gezeigt. Wir haben da super viel hingekriegt. Wir haben Eisen gefarmt. Wir haben ein bisschen Fortschritt gemacht. Der Miner ist wieder oben drin. Wir haben gelernt, ein bisschen mehr, wie die NPCs funktionieren. Wir haben Antreter und schon Priester gecraftet. Noch einen zweiten.
Worker, der jetzt hier als Fleischer dann hinkommt. Und ich habe auch noch mal eine weitere Food Can hier parat. Also wir haben jede Menge Zeug, wo wir dann ansitzen können und weitermachen können. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie findet ihr das Projekt und die Folgen? Sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Bis zum nächsten Krachen und tschüss.